Hallo und herzlich willkommen zu einem Replay des M24 Chaffee, Einstufe 5 Light Tank der USA. Es ist ein hochgradig beliebter Scout. Er hat auch wirklich nur ein Scout-Matchmaking, also wie wir hier sehen, Stufe 7 ist das Minimalste, was er kriegen kann. Er kommt mit 300 Horsepower daher, ist also ziemlich flink im Anzug. Leider gibt es da ein Problem mit dem Speed Limit. Das ist mit 56 km/h nicht allzu doll. Panzerung, ja, hat er gar keine. 580 Hitpoints, dafür aber eine verdammt gute Kanone. Diese, ja, schafft dann schon mal eben 137 Pen und schießt verdammt schnell mit 115 Damage. Und wir sehen hier ein Replay vom lieben Hux aus Jumbo 80. Dieses Replay hier ist besonders krass. Er spielt sein Chaffee aggressiver, als ich es tun würde. Ganz besonders hier in dem Tier 7 Match, wo fast nur TDs rumstehen. Aber das werden wir auch gleich sehen. Am Anfang fährt er hier bei der Karte Nordwesten einfach mal in die Mitte und versucht da einen gegnerischen Scout aufzumachen. Bisher ist da nicht viel passiert. Deswegen fährt er hier ein bisschen spazieren und guckt sich ein bisschen die Karte an. Der Chaffee ist ja einer der beliebtesten Light Tanks in World of Tanks, aber mittlerweile ist vom aktiven Scouting her der ELC um Weiten besser. Der T-52 war schon immer besser, den gibt es aber nicht mehr. Jetzt gibt es hier den MT-25 und der ist Käse. Deshalb ist der Chaffee manchmal immer noch sehr, sehr gut zu gebrauchen. Und vor allen Dingen, wenn man ihn spielen kann, so wie Hux hier, dann ja, kann der schon was ordentlich reißen. So, die ersten Gegner gehen auf. Und wir sehen jetzt einfach mal, was Hux sieht. Hux sieht hier ja erstmal noch gar nichts. Wir haben zwei gegnerische E25, die sich da oben auf dem Hügel breit machen auf E2. Und der Hux fährt hier am Anfang ein bisschen planlos los, aber er will halt auch nicht getroffen werden. Wie gesagt, der kleine Chaffee hier hat null Panzerung. Aber da konnte er einen schönen Schuss auf den Cromwell setzen, hat schon mal die ersten 111 Schaden. Und wie man sieht, die Kanone ist extrem genau. Es kommt daher, dass man hier auf Tier 5 als Light Tank ein Stabilisator einbauen kann und ja, das hilft sehr gut. Wie man hier sieht, der E25 weiß gar nicht, woher die Schüsse kommen. Das geht hier auf 580 Meter. Und das war nicht schlecht. Wir sind schon bei 321 Schaden. Im Moment muss sich Hux hier ein bisschen zurückhalten. Am Anfang ist klar, ein Light Tank hat vorne nichts zu suchen, wenn er nicht zerstört werden will. Jetzt kommt hier links von ihm ein Crusader. Vor dem muss er sich in Acht nehmen. Der Crusader kann genauso schnell schießen und hat teilweise mehr HP. Ne, er hat weniger. Gut, dann braucht er keine Angst haben. Den könnte er schaffen. Er wartet jetzt hier ab. Vielleicht ist er auch AFK. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist er aufgegangen. Und jetzt muss er sich bewegen. Ah, da hat er den Crusader echt verplant. Aber gut, macht nichts. Es sind noch 13 Feinde da. Wie man sieht, hier hatte der Hux auch einen massiv hohen Ping. Wir sind bei 110 Millisekunden. Das ist nicht so schön. Da muss man wirklich aufpassen. Gerade der Chaffee, ja, der verzeiht nicht so viel. Die Ketten sind sehr, sehr, sehr anfällig gegen Schaden. Also fliegen schnell mal runter. Das ist einer seiner großen Nachteile. Er ist verdammt schnell im Anzug. Er hat eine moderate Höchstgeschwindigkeit, gute Sichtweite. Nur eine verdammt gute Kanone, aber er ist halt auch ziemlich groß, hat keinerlei Panzerung, kostet unglaublich viel Geld im Unterhalt. Also der ist wirklich der teuerste Light Tank, den es gibt. Und ja, seine Ketten halten überhaupt nichts aus, da muss man wirklich aufpassen. Und ein geketteter Chaffee ist ein toter Chaffee. Der Hux fährt hier auch mit dem 105er Benzin, damit er sich schneller drehen kann, schneller anfahren kann. Und da sehen wir ein VK 3001D mit der Seite zu ihm. Das ist gefundenes Fressen für unseren Chaffee. Da hat er seinen ersten Kill. 625 Schaden hat er schon gemacht. Jetzt kann er mittlerweile etwas aggressiver vorgehen. Das Feld fängt an, sich hier aufzulösen und die Gegner zu flankieren. Die haben nämlich keine Lust rauszukommen aus ihrer Basis. Und da ist er auch schon wieder offen. Aber er sieht eine Artillerie. Hat sie auch getroffen.
Jetzt nochmal ein normaler Roll und die Arti müsste weg sein. Ja, SU-8 ist vernichtet. Das war Kill Nummer 2. Jetzt haben wir eine Panzer-Selbstfallerwette 4C. Den Bus. Na, vielleicht kriegen wir einen anderen Schuss drauf. Oh, wie ärgerlich. 5 Schaden fehlten. Das bei einer Kanone, die normalerweise 115 Schaden machen sollte. Ja, das war ein klassischer Low-Roll. Kennt man alle. Aber gut. Er hat sie auf jeden Fall verscheucht. 5 HP sind noch übrig. 2 Kills hat er schon. 1186 Schaden. Und er steht mittlerweile an vorderster Front und sieht jetzt ein E25. Da hat er Pech gehabt, dass der Schuss nicht durchging. Aber der E25 weiß überhaupt nicht, woher die Schüsse kommen und versucht abzubiegen. Er macht hier auf jeden Fall gut Schaden an einem Tier 7er. Kriegt er noch einen Schuss drauf? Auf jeden Fall wird der E25 wegkommen. Ja, aber hat nur noch 49 HP. Jetzt wurde er gespottet, beziehungsweise konnte endlich beschossen werden. Von einem VK 3601. Da heißt es zurückziehen. Hat er Glück gehabt, dass der VK nur die kleine Kanone hatte. 441 HP hat der Hux noch. Und er fährt jetzt erstmal wieder zurück. Vielleicht kriegt er den KV-1 da oben, der sich da versucht hat, aus der Basis zu schleichen. Ja, da ist er. Steht wieder mit der Seite zu uns. Und wir sehen 2,7 Sekunden Reload. Das ist das Ende des KV-1. Und da hat er bereits den Kill Nummer 3. Wird jetzt aber beschossen. Und wie wir sehen, die Kette ist sofort beschädigt. Hux hat sie repariert und versucht jetzt dem E25 auszuweichen. Dieser dreht verdammt schnell. Er hätte ihn eigentlich jetzt ketten müssen. Aber er schafft es noch ranzukommen. Und ja, jetzt hat er ihn. Da kommt der E25 nicht mehr weg. Er gibt jetzt Gas. Ja, schön ausgetrickst. Der E25 hat verfehlt. Und das war's für den E25. Ja, ein aggressiver E25 ist ein toter E25. Den muss man wirklich auf Max Range spielen. Das davor fahren, das war völliger Unsinn. Hat er auch gemerkt, 2486 Schaden, vierter Kill. Das war auch der erste Siemer, den er hier rausgenommen hat. Das gibt Punkte. Und da oben haben wir E25 Nummer 2 mit dem Rücken zu uns. Kill Nummer 2 an einem Siemer. Sehr schön. Beide E25 gehen auf das Konto von Hux. Und jetzt fährt er aggressiv vor, aber jetzt muss er aufpassen. Jetzt kann sein, dass die ganze gegnerische Basis auf ihn schießen kann. Wie wir sehen, hier schlägt einiges ein. Alle wollen so unseren Hux rausnehmen. 118 HP. Ja, die sind natürlich sehr verlockend für den Gegner, da schnell noch einen Kill abzustauben. Aber der Chefi hat es geschafft, davonzukommen. Hat noch 118 HP und ist nun auch wieder zu. Der Gegner weiß nicht, wo er ist. Jetzt schleicht er sich hier unten den Hügel runter, sieht ein AT-8 von der Seite. Da wird er wohl Premium-Ammo laden müssen. Das wird so nichts. Ja, da kommt die Premium-Munte, aber auch da keine Chance. AT-2 gerade am Rückzug. Aber da sieht er den MT-25 Stock. Und ja, das sollte überhaupt kein Problem sein, den rauszunehmen. Jetzt hat der MT-25 das auch noch gemerkt. Gut, er hat es geschafft, davonzukommen. Aber unser Hux ist noch lange nicht fertig mit dem Feind. 5 Kills, 2759 Schaden. Und er greift weiter an. Es sind noch 4 Feinde übrig. Ein Siemer davon. Eine Sioux. Und einen dicken Churchill. Diesen hat jetzt hier Hux auserkoren als nächstes Opfer. Und wir werden sehen, wie er sich gegen einen Churchill 1 schlägt. Churchill 1 ziemlich langsam, keinerlei Drehgeschwindigkeit. Moderate Panzerung, allerdings der Turm ist sehr, sehr anfällig für Schaden. Und wo ist der Churchill hin? Ja, werden wir ihn finden? Da ist er. Hinterm Haus. Guckt nicht mal in unsere Richtung. Ja, jetzt trollen wir ihn und fahren drumrum. Willkommen im Cheffy-Karussell. Ja, der Turm vom Churchill, absolut keinerlei Panzerung. Da hat der Cheffy keine Probleme. Und wieder sehr schön ausgetrickst. Der zweite Schuss, der eigentlich hätte treffen müssen vom Gegner, fliegt an unserem Hux vorbei. Also sehr schön gemacht. Und wir sind bei 3459 Schaden. Und er sieht das Heck einer Su-152. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen. Aber er hat auch nur noch 7 Schuss. Werden die reichen? Ah, jetzt hat er ihn getrackt. Alle 2,7 Sekunden regnet es Cheffy tot von oben. Ah, schade. Gut, er hat das Match beendet mit 4 Schuss im Magazin und wir sehen uns zur Nachbesprechung.
Victory! 47.137 Credits und ja, ihr seht richtig, 3.237 XP. Ungedoppelt, nur mit Premium. Also, das ist so ziemlich die höchste Zahl, die, glaube ich, bei Jumbo so rumflattert. Auf jeden Fall ziemlich gut gemacht von dem Hooks und eine beeindruckende XP-Zahl. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie wir sehen, er hat hier auch einiges an Schaden verursacht am Gegnerteam. Er hat sein Ace-Tanker, ja, das ist wohl nicht weiter verwunderlich. Er hat die Top Gun und den Sniper gekriegt. Wir schauen uns einfach mal an, was das Gegnerteam hier so hingekriegt hat. Die gegnerische Su kam gerade mal auf 2306 Schaden, 4 Kills. Unser Hux hier mit 4293 Schaden hat die einfach outgedamaged. Damals gab es noch nicht diese High-Kaliber-Medaille. Die hätte er hier auf jeden Fall verdient. 6 Kills, 2158 normale XP. Das ist auch schon ziemlich krass. Und wir schauen uns an, was ihm das gebracht hat. Insgesamt hat er 6.868 Credits plus gemacht. Das ist nicht wirklich viel. Ja, okay, er hat auch ein bisschen mit Gold geschossen. Hätte ich aber an seiner Stelle auch gemacht. Wenn man die Chance hat, Schaden auszuteilen, sollte man dies tun. Er hat insgesamt 4 Treffer kassiert. Diese ging natürlich auch durch. Das ist völlig normal. Selbst hat er 56 Mal geschossen und 44 Mal davon Schaden verursacht. Und er ist 3,79 Kilometer gefahren. Hat allerdings auch wenig Spotting Damage, also gerade mal 865. Das ist ja immer nur 50% von dem, was er gespottet hat. Also das Doppelte kann man rechnen, wurde am Gegnerteam verursacht durch sein Spotting. Auf jeden Fall eine extrem gute Runde und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns demnächst bei Vergolten Victory oder anderen Replays. Bis bald, euer Mu. Macht's gut. Tschüss.